Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die heutige Vermittlungsnachricht ist zweigeteilt. Die kleinen Katzenbabys, vorgestellt am vergangenen Freitag, müssen sich weiterhin gegenseitig Mut machen, denn für sie hat sich leider kein Interessent gefunden. Aber die getigerte, verschmuste Katzenname hat ein neues Zuhause gefunden. Das ist für die menschenbezogene Miete ganz toll. In unserer heutigen Folge stellen wir wieder zwei Katzen vor, da diese in der Arche Noah im Moment das Gros der Bewohner sind. Die beiden schön gezeichneten Katzenladies sind vom Veterinäramt aus schlechter Haltung gerettet worden. Insgesamt waren es 8 Katzen und einige andere auch exotische Kleintiere, die in dieser Wohnung verwahrlost leben mussten. Nun suchen die zwei Miezen ein ganz normales, schönes Katzenzuhause. Sie müssen nicht zusammen vermittelt werden. Tierheimleiterin Katrin Matthies glaubt, dass zumindest die 5,5-jährige Mieze mit dem schwarz-weiß gezeichneten Gesichtchen endlich mehr Ruhe möchte. Mit einem ruhigen Artgenossen würde es sicher auch gut funktionieren. Sie braucht auch am Anfang etwas Zeit mit fremden Menschen, aber dann genießt sie Streicheleinheiten sehr. Für diese Katze wäre es besser, wenn sie weiterhin nur in einer Wohnung leben würde. Bei Kätzchen Nummer 2 sind die Augen schwarz gezeichnet. Sie ist 1,5 Jahre alt und hat eine Trübung auf dem linken Auge. Das beeinträchtigt sie aber überhaupt nicht. Sie ist fit, sehr neugierig, geht auf Menschen zu und lädt sie zum Schnusen ein. Diese junge Mieze ist mit Artgenossen sehr verträglich. Katrin Matthies meint, dass man sie nach einer Eingewöhnung auch gut an Freigang gewöhnen kann. Beide Kätzchen wurden in der Arche Noah kastriert und sorgen nicht mehr für ungewollten Nachwuchs. Nach diesem schlechten Start ins Katzenleben sollen sie endlich erfahren, wie schön es sein kann, in einem richtigen Menschenpartner zusammen zu sein.